So, Freunde, der gute alte KuchenTV hat wieder ein Kaffee und Kuchen hochgeladen und ich finde das halt immer übertrieben nice, dass er auch mal kleineren Influencern, Schrägstrich, YouTubern, Streamern die Chance bietet, auf seiner großen Plattform ein wenig Reichweite zu generieren. Diesmal ist es da ich erstens keine Zeit, zweitens keine Lust und drittens Massi höchstwahrscheinlich keinen Bock hat, dass ich auf das ganze Video reagiere und erst dann schneiden muss, reagiere ich nur auf den Part, wo die über ABK sprechen. Das komplette Video ist unten in der Beschreibung verlinkt, könnt ihr gerne abchecken und ich würde mal sagen, wir legen direkt los. Ja, denn eine Sache, die ich auf jeden Fall dann nicht so cool fand, weiß ich nicht, habe ich das gesagt oder nicht, weiß ich gar nicht, wo ich den Beef mit ABK hatte, ja, hast du halt des Öfteren auf seine Videos reagiert, ja, aber dann nicht auf meine Antwort. Doch, habe ich auch. Nee, und weißt du, wer mich dafür richtig kritisiert hat? ABK. Echt? Ja, ich habe gerade seine Antwort reagiert, aber ich habe nicht alles dazu hochgeladen. Ach so, okay, das kann sein, das wusste ich nicht. Und ABK hat dann in seinem Video dazu, hat er mich mit reingenommen als, ja, so ein 31er und so, er hat auf Kuchen, hat Kuchen zugestimmt und so. Ich habe dir sogar bei vielen Punkten zugestimmt. Ja, genau, das, ja gut, das weiß ich, du hast auch ABK da kritisiert gehabt bei seinem, ja, Video schon. Aber genau, das fand ich halt, ich finde es immer ein bisschen doof, wenn man nur so auf eine Seite reagiert, weißt du? Ja, aber du kannst dir sicher sein, ich gucke mir mal alles an. Nicht immer alles ist dann nochmal wert, wenn ich bei ABK schon alles kritisiert habe und bei deinem Video das gleiche nochmal sage, dann lade ich nicht beide hoch, zum Beispiel. Hm. Ich hatte da ABK stark kritisiert und ABK hat es nicht so richtig verstanden, obwohl wir ja befreundet sind, dass ich ihn kritisiere für sein Verhalten. Fand er dann irgendwie assi oder fand er nicht nice, weil, ja, ich könnte ihm ja privat alles sagen. Und ja, es ist immer schwierig, weißt du, es ist immer schwierig, weil klar, er fühlt sich dann auch irgendwie angegriffen, aber ich habe ihm halt dann gesagt so, hey, da sind so ein paar Punkte, die finde ich wirklich gar nicht geil. Also ich finde auch, ABK ist ein intelligenter Mensch, der müsste nicht diese ganze Zeit so einen vulgären Scheiß labern und Leute beleidigen, weil er ist ja nicht dumm, aber manchmal habe ich das Gefühl, er lässt sich sehr schnell auch emotional auf solche sinnlosen Beleidigung ein. Wie Kuchen da dreckig gelacht hat, wo der Ungemeinte, er ist nicht dumm. Ist er auch nicht. Er hat auf jeden Fall, was den Bildungsstand angeht, viel, viel mehr erreicht wie ein Kuchen. Höchstwahrscheinlich auch wie ein Unge oder wie 99% von uns, die jetzt gerade dieses Video hier schauen. Und ja, dich meine ich nicht. Genau du, der noch mehr erreicht hat. Ja, der Doktor, was weiß ich, Professor Dr. Renat Habil. Ich rede hier von uns Otto-Normalverbrauchern. Also ich finde, macht er ja bei mir auch so Sachen aus dem Zusammenhang schneiden. Ja. Deswegen, ich würde eigentlich echt gerne mal so ein Real-Life-Treffen. Hat er mir auch gemacht. Also der hat dann am Ende, als ich ihm sozusagen nicht zugeredet habe, hat er in seinem Video was hochgeladen. Vielleicht findest du es, kannst einblenden, aber es ist auch viel Arbeit, deswegen vielleicht auch nicht. Aber ich weiß nicht, boah, das ist Arbeit, komm, das ist gut sein. Ich weiß nicht noch, welches Video es war, aber da hat er diese YouTuber, also da hat er alle auf YouTuber aufgelistet, die was gegen ihn gesagt haben. Und da hat er mich eingeblendet, hat irgendwas von vor 2 Jahren von mir, wo ich was gegen Miguel Pablo gesagt habe, hat er reingebaut und gesagt, aha, Heuchlerunge, du hast damals bei Miguel Pablo gesagt, warum hast du das nicht? Ach, das habe ich so, oder wieso hast du das nicht gesagt? Und dann hat er mich damit sozusagen gefrontet. Das fand ich so, ja, fand ich so unnötig, weil er greift sowas von so 2 Jahren aus, wo ich gesagt habe bei Miguel Pablo, ich habe damals gesagt, hätte Miguel Pablo mir das gesagt, hätte ich es geleakt, genau. weil so ein Mensch, also so einfach verachtend gegenüber Homosexuellen, weil ja, Miguel Pablo hat ja, also war ja richtig ekelhaft, was er gemacht hat. Und zu ABK habe ich gesagt, ABK, du hast mir das auch privat sagen können. Ja, ja, aber bei Miguel Pablo ist es geleakt, so mäßig, so, keine Ahnung, ja. Ja, also er hat auf jeden Fall, also konnte man halt nicht vergleichen, die Fälle, ne, habe ich auch in meiner Reaction schon gesagt gehabt, also. Ja, aber er wollte einfach gegen mich schießen und das ist okay, ich nehme es auch nicht übel, ich bin kein nachtragender Mensch. Wie ist da so generell deine Meinung zu ABK? Auch? Ja, habe ich eigentlich gerade gesagt, also ich sehe es so, er ist ein intelligenter Mensch, ich halte auch viel von ihm als Mensch, aber manchmal gerät er in so Situationen, wo ich einfach gar nicht verstehe, wie das der gleiche Mensch sein kann, also so ein bisschen zwei Gesichter. Manchmal möchte er vielleicht gerne auch den Assi raushängen lassen und das fühle ich halt dann nicht so. Ja, es kommt halt immer darauf an. Denk mal, in Anführungsstrichen, jeder Kanake hat das mal. Man lebt sich hier ein, man passt sich an, aber den Dreckigen in sich kriegt man nicht so einfach raus. Manchmal kommt er einfach hervor. Vor allem hat der ja auch so eine Community, ich ja auch teilweise, die halt auch diese Person genau deswegen damals abonniert haben und ihn auch deswegen ohne Wenn und Aber unterstützen bis zum geht nicht mehr. Das ist ja Großteil seiner Community. Das ist ja der Bestandteil seines Erfolgs.
Erfolges, diese Community, die so hart hinter ihm steht. Und das sind nicht diese Hobby-Zuschauer, die auf politisch korrekt aufgebaut sind und nur ab und zu auf Videos klicken. Nein, das sind diese Hardcore-Fans in Anführungsstrichen, die halt den Kanaken in ihm feiern. Und die muss er halt auch hin und wieder bedienen. Sonst verliert er ja diese Basis, wovor jeder Angst hat. Das ist doch der Grund auch, warum kaum jemand gegen ihn schießt, beziehungsweise die Leute so Angst haben, ihn zu kritisieren, weil die Angst vor der Community haben, dass die dir ein paar Nachrichten schreibt und dich beleidigt aufs Übelste, auf Familie geht etc. Aber es funktioniert. Und das ist auch der Grund, dass dieser Kanake auch mal raushängen gelassen werden muss. Keine Ahnung, aber ich schätze ihn sehr und ich verstehe mich mit ihm tatsächlich sehr gut privat. Also das ist so ein... Lustigerweise jeder versteht es mit ABK privat. Ja, das ist normalerweise immer umgekehrt. Bei vielen YouTubern ist es so, dass man sagt, ja, die Videos sind okay, aber privat würde ich mit der Person nichts anfangen. Bei ABK finde ich die gerade die Videos in der letzten Zeit, wo er so auch Reef beleidigt hat oder auch dich beleidigt hat oder so, wo ich sage, okay, muss nicht sein, Videos fühle ich nicht so, aber privat fühle ich ihn voll. So. Ja, aber war doch sein gutes Recht, Reef zu beleidigen. Sie hat angefangen. Er hat nur reagiert. Okay, man muss nicht auf eine Beleidigung mit einer Gegenbeleidigung reagieren. Aber es ist trotzdem dein gutes Recht, wenn so eine Gottlose ankommt und sagt, im Video hat er Hurensohnologie studiert. So, was wollt ihr darauf sagen? Oh ja, okay, ich lasse mir das einfach mal gefallen. Das Ansehen der kompletten Community, die ihr habt, die hinter euch steht, wird einfach zerbröckeln. Die denken sich nur, Alter, was ist denn mit dem los? Der schießt gegen alles und jeden und lässt sich das von der gefallen? Was denkt ihr überhaupt, wer die ist? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Ist doch klar, dass man darauf antwortet. Vielleicht nicht in dem Stil, wie er es gemacht hat, aber auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie Unge zum Beispiel diese Rift verteidigen kann. So, also ich kann mir die privat sehr gut chillen so. Ja, also ich denke auch, dass er sich auf jeden Fall deutlich schlechter verkauft, als er ist. Ja. Weil du hast ja letztes Jahr sehr viel auf ihn reagiert und dann bin ich ja auch wieder auf ihn aufmerksam geworden. Vorher habe ich ihn halt nicht verfolgt gehabt. Und da habe ich ja auch immer so einem Video halt gelobt, wo ich meinte, ey, geile Entwicklung halt, ne? Weil wo wir Beef hatten, hat er auch diese Phase gehabt, wo er immer beleidigt hat, alle fertig gemacht. Da habe ich auch gesagt, was ist das? Und dann hat er eigentlich auch mit Vlogs in Japan und so weiter, fand ich selber auch gut gemacht eigentlich, ne? Und echt qualitativ. Deswegen finde ich es auch ein bisschen schade, dass er jetzt halt wieder so dieses Assi-mäßige macht halt, ne? Wie ein Meinungsblog, aber halt beleidigen die ganze Zeit. Ja, unfundiert. Ja, und er hat ja auch schon gesagt, dass er da einige Anzeigen auf jeden Fall am Start hat. Und ja, ich kann dir nur den Tipp geben, lass es. Also ich habe ja auch schon Fälle gehabt, wo YouTuber mich angezeigt haben, auch zu Recht halt rückwirkend. Und das kann halt schon mega teuer werden, ne? Also auch gerade, wenn es halt viele sind. Hast du mit ihm eigentlich noch viel privat zu tun oder ist es so, dass ich das so ein bisschen... Es sag mal so, hier und da mal wieder. Also es ist jetzt nicht so, dass wir im täglichen Austausch sind, aber manchmal schreiben wir so, hey, wie geht's oder so, aber... Ist jetzt nicht so, dass wir übelst eng connected sind. Ne? Aber wann fliegt ihr nach Japan? Das ist ja auch die Frage. Ja, wenn Corona komplett vorbei ist. Also ja. Ich werde die Insel erst verlassen, wenn wirklich Pandemie komplett over ist überall. Also ich möchte aktuell einfach nicht... es fuckt mich zu sehr ab mit manchen Reisebestimmungen und so. Es ist einfach... Ich will mit diesem Stress nicht machen. Aber fliegt ihr dann nach Japan, ja? Ja, ich kann mir schon vorstellen, weil der möchte gerne ins Nintendo Land, würde ich gerne mit. Boah, das ist richtig, richtig geil. Da will ich auch mal unbedingt hin. Hab mir dazu auch so Videos angeguckt, kann man sich ja reinziehen. Gibt so Leute, die gehen da rein und filmen dann alles. Oh, auf jeden Fall interessant. Okay, ist echt geil, ja, feier ich auch. Was denkst du, letzte Frage zu ABK, ja? Was denkst du, wie seine Zukunft wird auf YouTube? Weil schwierig, ich habe schon gedacht, ich hab ihm gestern auch schon erzählt, ich habe schon zwischendurch hatte ich so die Sorge, dass ABKs Kanal gelöscht wird, weil er zu viele Leute beleidigt. Ich würde es ihm natürlich nicht gönnen. Aber ich kann es mir muss echt nicht sein. Ja, ich mag ihn auch nicht, aber ich finde... Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sein Kanal in einer gefährlichen Position ist, wenn er so viel... Weißt du, ich meine, also Mimi wurde schon gesperrt und Mimi hat nicht so viel beleidigt wie ABK. Ja, aber Mimi wurde nicht deswegen gesperrt. So. Ja, ich finde, YouTube müsste auch mit so doppeltem Maße... Ich habe dir auch gesagt, eine andere Person ist gegen ABK rechtlich vorgegangen und auch gegen das Video bei YouTube. Und das ist jetzt bei YouTube nur in Deutschland gesperrt, obwohl ja YouTube sogar ein gerichtliches Urteil hatte, dass da eine Beleidigung drin ist. Und finde ich voll krass, weil bei Mimi wird so irgendwas gesperrt, wo die sich irgendwas ausdenken müssen. Und da haben die so eine Beleidigung und haben es auch noch richterlich und sagen dann so, ja okay, in Deutschland sperren wir es nur. Hm. Das finde ich auch krass. Aber eine Sperre würde ich ihn auch nicht gönnen, weil es gehört einfach auf YouTube halt irgendwo dazu, finde ich. Ne? Also man kann ihn ja kritisieren, man kann ja selber darauf antworten und dann ist die Sache auch beendet. Also. Vor allem ist das ja auch seine Meinung, die er kundtut. Er muss sich ja auch irgendwie verteidigen, wenn Gott und die Welt ganz YouTube gegen ihn schießen und versuchen, ihn zu denunzieren bzw. halt als Verschwörungstheoretiker dastehen zu lassen. Gut, eine Sache tatsächlich habe ich noch. okay. Hast du den Playbutton eigentlich mal bekommen? Nee, den Playbutton habe ich auch noch nicht. Immer noch nicht. Nee, ich habe ihn wirklich schon vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so 7.000 Euro überwiesen. Und ich habe ihm immer gesagt, ja, komm. Hau ich heute 7.000 rüber für den Playbutton, obwohl der Playbutton ja, der ist ja kein 7.000 wert, das ist ja emotionaler Wert, ne? Man kann ja einen Playbutton beantragen für ein paar hundert Euro, aber
Ja, fand ich ein bisschen schade, hatte bis jetzt noch nicht geschickt. Hast du da mal nachgefragt eigentlich? Ich habe öfters mal nachgefragt, aber er sagte immer, ja, nee, kommt noch alles zu seiner Zeit. Jetzt habe ich mittlerweile auch gar keinen Bock mehr, also ich hätte lieber das Geld zurück. Also MK, falls du es siehst, ja, lieber Geld. Das Geld zurück. Ja, in Bitcoins. Mit 7.000 kann ich mehr anfangen. Schon sehr hart, hätte ich nicht gedacht, dass er so krass gegen ABK stichelt. Ich kann verstehen, dass er sauer ist auf ABK. Ich kann verstehen, dass ABK sauer auf ihn ist, weil ABK ist so ein Mensch. Er will halt die pure Loyalität haben auf seiner Seite. Und eigentlich sind ABK und Unge ja so gewesen, beziehungsweise ihr müsst mal überlegen, wie kam ABK in den Mainstream rein? Er hatte ja schon seinen Erfolg, aber wie kam er in den Mainstream rein? Durch die Reaktionen von Unge und dass er spontan zu Unge nach Madeira gereist ist. Die haben da wirklich eine schöne Beziehung aufgebaut miteinander auf No-Homo-Basis, auf Brüderlichkeit, und Unge hat auf jedes ABK-Video reagiert, hat ihm damit seine Mainstream-Zuschauer zugeschoben, ABK hat dadurch die 1 Million geknackt und bei ihm lief es wirklich bombisch. Dann kam diese ganze Situation mit dem Mainstream-Mann, ABK fand wieder zu sich selbst zurück, zu seinen Wurzeln, wie er halt an diesen Erfolg kam, den er hatte, reichweichentechnisch gesehen, und im Endeffekt hat er sich seiner Meinung nicht berauben lassen und hat genau das, was er denkt, über diese ganzen Mainstreamer verbreitet, wo ich auch hier ehrlich sagen muss, ich habe es gefeiert. Ja, solche Menschen braucht man hier einfach, die nicht Angst davor haben, irgendwelche Werbedeals zu verlieren oder keine Placements mehr zu kriegen. Vielleicht gehen die Klicks runter, vielleicht wird man nicht mehr so krass supported von einem Unge, der dann weniger auf eure Videos reagiert und so weiter und so fort. Er hat ja sogar den Monte kritisiert. Die Reaktionen auf ABK wurden immer weniger, war ihm aber egal. Okay, stabile Aktion, ist aber nur meine Meinung. Aber auf der anderen Seite ist auch seine Beziehung zu Unge ein wenig zu Bruch gegangen. Die hat ein wenig darunter gelitten und man merkt auch hier alleine über den Part, wo sie nur über ABK reden, Unge ist verletzt und dass er schon sagt, ja, gib mir meine 7.000 Euro zurück, etc. Ich denke mal, 7.000 Euro sind sehr, sehr schmerzhaft für einen ABK. Für einen Unge ist das ein Pups. Ihr habt ja gesehen, er macht mit einer Reaktion das Doppelte an Geld. Naja, vielleicht kann man sich so einigen, dass er den Play-Button doch noch zugeschickt kriegt. Ansonsten ist interessant, ich werde mir den Rest jetzt privat reinziehen. Ihr könnt wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!